Ostern ist ein Geschenk des Himmels von Lisa Berggren. Ich mag Ostern, sagte der kleine Eisbär. Ich auch, erwiderte Papa Bär. Ostern ist sogar noch schöner als Weihnachten. Noch schöner als Weihnachten? Warum das denn? An Weihnachten feiern wir, dass Jesus geboren worden ist. Aber an Ostern erinnern wir uns daran, dass wir einmal für immer mit ihm zusammen sein werden. Wirklich für immer? Ja, für immer. Ostern ist ein Geschenk des Himmels. Ich freue mich schon so auf den Osterhasen, rief die kleine Schwester des Eisbären begeistert. Und ich freue mich auf die Süßigkeiten, fiel der kleine Bruder ihr ins Wort. Ich weiß, dass ihr euch auf die Süßigkeiten freut, sagt Papa Bär. Aber Ostern ist mehr. Das Osterfest ist Teil einer wichtigen Geschichte, die Gott schon vor langer, langer Zeit geplant hat. Ostern ist ein Geschenk des Himmels. Was soll denn das heißen, dass Ostern ein Geschenk des Himmels ist? Wollte der kleine Eisbär wissen. Siehst du dieses Ei hier? Fragte Papa Bär. Die Schale eines Eis muss aufbrechen, damit das Küken darin herausschlüpfen kann. An Ostern war das so ähnlich. Jesus ist gestorben und in ein Grab gelegt worden. Aber er ist nicht tot geblieben. Wirklich? Ja, Jesus ist wieder lebendig geworden. Der Tod konnte ihm nichts anhaben, denn Jesus ist Gottes Sohn. Gott hat uns so lieb, dass er uns einmal für immer bei sich haben will. Deshalb ist an Ostern aus dem Tod neues Leben entstanden. Das können wir auch in der Natur an vielen Stellen beobachten. Gottes Osterplan ist überall zu sehen. Papa Bär nahm den kleinen Eisbär mit auf einen Spaziergang durch den Wald. Dabei kamen sie an einem Baumstamm vorbei, den der Wind umgerissen hatte. Gott hat den Menschen schon sehr früh versprochen, dass Jesus auf die Erde kommen würde. Als Baby im Stall wurde er in Bethlehem geboren. Und schon bei seiner Geburt hatte Gott Ostern geplant. Schade, dass dieser große Baumstamm umgestürzt ist, sagte der kleine Eisbär traurig. Ja, aber dadurch haben die jungen, zarten Bäumchen nun mehr Platz und können besser wachsen. Siehst du, wie hell es hier jetzt ist? Und sieh nur die Tannenzapfen, die überall liegen. Da, wo der Same der Zapfen auf den Waldboden fällt, können neue kleine Bäumchen wachsen. Der große Baum ist zwar tot, aber aus dem Tod wächst Leben, so wie an Ostern. Aber ich mag den Tod trotzdem nicht. Den mag niemand, auch Gott liebt das Leben. Er hat es uns geschenkt, denn er ist der Schöpfer. Aber manchmal müssen wir Dinge loslassen, damit wir offen werden für Neues. Siehst du den Fluss dort, kleiner Bär? Weißt du, wohin er fließt? Ja, ins Meer. Das wusste der kleine Eisbär, denn er liebte das Meer. Das stimmt, der Fluss ist irgendwann zu Ende, aber er mündet ins Meer und wird dadurch ein Teil von etwas viel Größerem. So ähnlich ist es auch bei uns. Der Himmel ist unser Meer. Weil Gott uns Ostern geschenkt hat, können wir Teil von etwas Größerem werden. Du weißt ja, dass wir jetzt schon mit Jesus reden können, wenn wir zu ihm beten. Aber später im Himmel können wir Jesus sogar sehen. Ostern ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Hätte Jesus nicht einfach im Himmel auf uns warten können? Warum musste er auf die Welt kommen? Vor langer Zeit hörten Gottes Kinder nicht auf Gott. Sie glaubten nicht mehr an ihn.
Darum kam eine große Flut und vernichtete alles Leben. Aber mit den Tieren und Menschen, die mit Noah in der Arche waren, machte Gott einen Neuanfang. Also auch mit den Eisbären? Ja, und mit den Giraffen und Schildkröten und allen anderen, die in der Arche waren. Als die Flut vorbei war, versprach Gott, dass es nie wieder eine so große Flut geben würde. Da bin ich aber froh, sagte der kleine Eisbär erleichtert. Er liebte zwar das Wasser, aber an Land war er auch sehr gern. Nach der Flut war am Himmel ein wunderschöner Regenbogen zu sehen. Er war das Zeichen dafür, dass Gott sein Versprechen halten würde. Aber leider hörten seine Kinder nach einer Weile wieder nicht auf ihn. Und so suchte Gott nach einem Weg, wie er trotzdem eine Brücke zwischen sich und uns bauen konnte. Er hat seine Kinder doch so lieb. Gott schickte seinen Sohn Jesus auf diese Welt. Und Jesus nahm all unsere Fehler auf sich. Deshalb wird jedem, der an Jesus glaubt, seine Schuld vergeben. Wirklich jedem? Ja, jedem. Und genau deshalb ist Ostern ein Geschenk des Himmels. Papa, redest du manchmal mit Gott? Ja, natürlich. Jeden Tag. Und Gott? Spricht er auch mit dir? Nun, ich höre seine Stimme manchmal wie ein leises Flüstern. So, als würde er zu meinem Herzen sprechen. Zu deinem Herzen? Aber wir hören doch mit unseren Ohren, Papa. Das stimmt. Aber um die Stimme Gottes zu hören, muss man mit dem Herzen hören. Auf dem Nachhauseweg stellte der kleine Eisbär keine Fragen mehr. Er wollte versuchen, mit dem Herzen zu hören. Er lauschte aufmerksam und lauschte und lauschte. Als Papa Bär und Mama Bär dem kleinen Eisbären an diesem Abend gute Nacht sagten, versuchte er immer noch mit dem Herzen zu hören. Nachdem Mama Bär ihm einen Kuss gegeben und ihn in den Arm genommen hatte, drehte sich der kleine Bär auf die Seite. Er erinnerte sich daran, dass er ja auch ein Kind Gottes war. Da wurde er ganz froh und glücklich. Und plötzlich hatte er das Gefühl, dass Gott ihm »Ich hab dich lieb« ins Herz flüsterte. »Ich hab dich auch lieb«, flüsterte der kleine Bär zurück. »Danke für das, was du getan hast. Ostern ist wirklich ein Geschenk des Himmels.« Am nächsten Morgen ging der kleine Eisbär zu seinem Papa. »Ich glaube, gestern habe ich Gottes Stimme gehört.« »Wirklich?« Papa Bär legte ihm den Arm um die Schultern. »Wenn das nicht das allerschönste Ostergeschenk ist, was man sich vorstellen kann, was hat er zu dir gesagt?« »Ich hab dich lieb.« »Das ist gut, denn genau darum geht es an Ostern.«